Herzlich willkommen zu einem neuen Fotografievideo, heute aus der wunderschönen Stadt Hamburg. In dem Video zeige ich euch die bekanntesten Fotospots hier in Hamburg, bei Tag und auch bei Nacht. Bleibt dran, ich würde mich richtig freuen. Ja, und hier gleich das allererste Fotomotiv, kann schon richtig was. Das ist die alte Harburger Elbbrücke. Hier sieht man diese schönen Bögen, vielleicht kann man die gleich von Anfang an hier mit einbinden. Was mir gleich auffällt, man muss echt aufpassen, wenn man hier Fotos macht, wenn da Laster die Straße entlang kommen, die sieht man auf dem Foto. Ja, ansonsten könnte das jetzt hier bei den Lichtbedingungen ein Schwarz-Weiß-Bild werden. Also was man hier machen kann, man kann mit den Brückengeländern spielen, man kann denen die Ecken zulaufen lassen, weil hier ja alles so schön symmetrisch ist. Und ich würde jetzt auch so eine 5er, 6er Blende wählen. Da kann ich die Kamera ganz gut auf 1/80 noch halten. Ich mache jetzt mal ein, zwei Testshots und das richtige Bild werde ich dann machen, wenn dann keine Menschen mehr auf der Brücke sind. Wenn man es ganz genau machen möchte, nimmt man natürlich ein Stativ zur Hand. Aber ich will heute hier schnell vorankommen, will die Spots auch erstmal erkunden, weil jetzt ja auch hier auf der Brücke ist nicht das beste Licht. Wir haben keine Sonne, es bewölkte Himmel, typisches Schwarz-Weiß-Bild. Ja, so ein erster schöner Fotospot. Die Brücke kann man bestimmt auch gut von der Seite fotografieren. Da es vor Ort irgendwie so trist ausgesehen hat, habe ich mir gedacht, wir müssen hier für einen Farbtupfer sorgen. Und dann habe ich einfach mal den Daniel gebeten, hier in der Mitte der Brücke entlang zu laufen. Jetzt zeige ich euch mal ganz kurz, was man aus diesem Bild noch machen kann. So ein sogenanntes Color Key. Und das würde jetzt dann so funktionieren, indem ihr hier diese Person mit einer Ebene markiert. Das mache ich hier, wenn ich auf diesen Kreis gehe und sage hier Motiv auswählen. Dauert es kurz und ihr seht, Lightroom hat jetzt direkt den Daniel hier schon erkannt. Und jetzt könnt ihr hier sagen, ich möchte die Maske umkehren, dass ich den Daniel so lasse, wie er ist. Und alles andere außenrum soll jetzt zum Beispiel schwarz-weiß sein und schwarz-weiß. Da gibt es jetzt verschiedenste Möglichkeiten, das umzusetzen, aber ich mache es jetzt einfach mal ganz, ganz easy für euch und zwar hier über die Sättigung. Zack. Und schon habe ich hier ein Color Keying erstellt mit der Maske. Ja, das war jetzt einfach nur, weil ich gesagt habe, ich möchte gerne den Daniel umgekehrt hier vom Color Keying darstellen lassen. Fertig. So würde ich jetzt das Bild ausgeben. Und schaut mal her, so eine andere Methode wäre auch noch, man könnte einfach hier runter gehen, in die Farben, in die Sättigung rein und nimmt hier einfach das Magenta raus, das Lila raus, das Blau raus, eigentlich alles bis auf das Gelb. Und dann müssten wir einen ähnlichen Effekt hinkriegen. Zack. Hier würde ich das Gelbe hochfahren. So, und jetzt habt ihr aber ein Problem. Ihr seht, oder ich sehe zumindest hier, dass da noch ein bisschen Gelb im Bild ist. Da kann man jetzt auch wiederum mit einer Pinsel oder mit einer Maske arbeiten. In dem Fall hier nehme ich den Pinsel, wähle mir den aus, mache den auch relativ groß und zwar so. Na, zu groß, ein bisschen kleiner, so vielleicht. Und sage dann auch, ich möchte diesen Pinsel komplett entsättigen und dann fahre ich halt hier einfach so drüber. Ich kann mir, wenn ich auf O klicke, auch hier anzeigen, wo ich hier rumgemalt habe. Und wenn man sich nicht ganz sicher ist, dass man hier noch irgendwelche gelben Bildanteile hat, kann man hier wirklich großflächig nochmal drüber malen. Und da kommt man zum selben Ergebnis wie vorhin mit einem einzigen Klick. So, jetzt drücke ich auf O, dass diese Maske weg ist. Leute, wenn man auf Parkhäuser steht und dazu noch auf runde Formen, dann ist man hier genau richtig. Wenn man nach oben guckt, sieht man diese schönen geschwungenen Auffahrten. Es kommt auch nicht zu viel Licht von oben rein, also man kann hier wirklich mit dem Weitwinkel zaubern und spielen. Und ich werde jetzt meine Kamera schnappen und aus der Hand auf 14 mm einfach mal genau nach oben fotografieren. Anfangen tue ich vielleicht aus der Mitte, ja, so werde ich es machen. Ich stelle mich genau unter den Mittelpunkt dieses Dachs
fotografiere nach oben und spiele einfach mit der Kamera und drehe mich ein bisschen, um einfach hier die Symmetrie ein bisschen zu beachten. Und hier muss man auch beachten, dass man nicht zu sehr überbelichtet oder sowas. Ich bin jetzt auf 1/60, da halte ich das noch gut aus der Hand. 6er Blende, ISO 500, ISO 600, sowas. Ist okay. Ich nenne jetzt das Ding hier die Parkhausschnecke. Ist ein bekanntes Fotomotiv, aber vielleicht kennt ihr es noch nicht und habt die Möglichkeit, hier Bilder zu machen. Sieht echt cool aus. Aber ich würde echt mit 14 mm hier die Sache angehen, dazu tun. Wow, ganz an den Rand gehen ist gut, weil hier ist die erste Auffahrt. Die lasse ich hier rechts in die Ecke zulaufen. Natürlich verzerrt das Bild hier ganz, ganz stark. Ist gar nicht so einfach, muss ich sagen, gerade hier. Absolut verzerrtes Bild, surreal, für mich aber trotzdem wunderschön. So, und jetzt hier auch mal mit 12 mm mit dem absolut verrücktesten Objektiv. Wow, oh, Leute, 12 mm ISO 1000, 4er Blende. Ey, ein Brett. Das ist ein Bam. Also es kommt doch auf die Größe an, Freunde. Freunde. Ich finde Hamburg geil. Sau gut, 12 mm. Nicht schlecht. So, Freunde, was ihr auch noch machen könnt, da wäre das hier zum Beispiel auch mögliches Porträt, wenn man auch unten aus der Mitte nach oben fotografiert. Sieht schon ganz geil aus, weil hier seht ihr hier diese Lampen, das gibt euch so eine Art Führungslinie bis nach oben. Und wenn ihr Porträts macht, schaut, dass der Mann oder die Frau irgendwas Helles anhat. Vielleicht was Weißes, was Gelbes, was Neonfarbenes. Das macht hier auf jeden Fall Sinn. Ist aber eine geile Location. Wenn man hier so ein bisschen sich nach vorne lehnt, kriegt man sogar Licht ins Gesicht. Hier wird man, glaube ich, sehr, sehr dunkel sein. Man könnte auch da ein, zwei Blitze aufstellen und hier rüber shooten. Das wird auch gehen. Hier ist einiges machbar. Wahnsinn. Ich komme mal wieder runter. Ich möchte weitergehen. Jetzt geht es aber mal wieder raus Richtung Speicherstadt und. Mein Wunsch wäre auch heute, dass ich mit Spiegelungen arbeiten kann und im Wasser. Da muss es aber windstill sein. Kennen wir ja. Mal gucken, ob Glück da ist oder nicht. Aber jetzt geht's los mit der richtigen Fotografie. Ja, Freunde, jetzt sind wir hier bei einem der bekanntesten Fotomotive Hamburgs, und zwar dem Spiegelhaus. Das Besondere hier ist einfach, dass wir Wasser vor diesem schönen Architekturobjekt haben. Da könnte sich das Spiegelhaus auch bei wenig Wind auch sich schön drin spiegeln. Und viele Fotografen achten hier auf ein ganz, ganz wichtiges Detail. Und zwar spitzelt der Kirchturm zwischen den beiden Glasgebäuden hervor, wenn man den richtigen Winkel erwischt. Und der ist eigentlich genau hier. Würdet ihr einen Meter weiter drüben stehen, würde man den Kirchturm abschneiden. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, hier alleine zu sein oder zumindest sich zu arrangieren, wenn hier 20 andere Fotografen stehen und wollen genau dieses Bild machen. So, und das mache ich jetzt mal schnell. Ich wähle jetzt tatsächlich auch eine sehr, sehr lange Belichtungszeit, dass ich einen Wolkenzieher habe. Boah, ist hier laut. Wahnsinn.
Und kleiner Hinweis noch, wenn hier LKWs fahren, wird das Bild wahrscheinlich verwackelt sein, weil hier vibriert alles. Dieses Bild macht eigentlich die Perspektive und der perfekte Himmel. Eine Sache haben wir heute nicht. Das ist der perfekte Himmel. Leider. Auch noch eine wichtige Info, die man hier nicht vernachlässigen sollte. Wenn es regnet, ist das hier ein Top-Spot, weil man ist hier geschützt. Hier kann man ganz gut stehen. Bye bye, da ist er doch, der Matthias. Hier, wir filmen gerade für YouTube. Von Matthias hier habe ich erfahren, okay, passt. Ciao Matthias, bye bye. Von Matthias habe ich erfahren, dass man hier an diesem Spot ganz, ganz selten alleine dasteht. Und die Zeit haben wir jetzt genutzt, weil hier ist echt keiner, um hier richtig intensiv dieses Objekt zu fotografieren. Und es hat sich gelohnt. Schaut, wenn ihr dieses Motiv in der Abenddämmerung fotografiert, in der blauen Stunde, sieht so krass aus. Ich habe jetzt bestimmt schon 10 Fotos gemacht. Das ist für mich echt unüblich. 30 Sekunden Belichtungszeit auf einer F18 ohne Filter. Einfach göttlich hier. Göttlich. Ich brauche heute gar kein anderes Foto mehr machen. Es hat sich einfach schon gelohnt, wegen dem Motiv hier zu sein. Und auch cool, echt mal Leute hier in Person wie den Matthias Brauer hier anzutreffen, die meinen Kanal schon jahrelang verfolgen auf YouTube, und dann siehst du die auch mal in echt. Sonst hat man nur den Austausch mit den Kommentaren. Coole Sache auf jeden Fall. Freut mich. So Freunde, jetzt geht's weiter. Ich stelle mich jetzt bei diesem Bild genau in die Mitte dieser Auffahrt. Der Daniel positioniert sich oben mit seiner gelben Jacke auch in der Mitte. Und ich achte jetzt einfach nur darauf, dass ich diese Neonlichter nicht mit dem Bild drin habe. Und richte die Kamera einfach symmetrisch aus auf ca. 24 mm. Jetzt gehen wir es mal an. Danke, danke schön. Okay, jetzt sind die Menschen da 2 Meter nach rechts gegangen. So, jetzt kriegen wir das Bild hier hoffentlich ganz gut hin. Läuft in die Ecken zu. Wow, geil. Ein Motiv, was in Hamburg nicht fehlen darf, ist das Wasserschloss zu fotografieren. Wir haben die Energiekrise, leider ist da nichts angeleuchtet. Das muss euch bewusst sein, wenn ihr jetzt in 2023 hierher fahrt, um dieses Foto zu machen. Ich habe jetzt hier zumindest das Glück, dass der Himmel sehr, sehr interessant aussieht, wenn auch das Wasserschlösschen eigentlich hier im Dunkeln steht. Ich mache das Bild trotzdem im Hochformat auf einer 9er Blende und belichte 30 Sekunden lang, einfach weil der Fokus jetzt bei mir zumindest auf dem Wolkenhimmel und dem Schlösschen liegt. Das sieht ganz geil aus. Bam! Hammer's, geht's jetzt weiter, los geht's, komm! So, jetzt kommt das Beste. Schaut her, ich verwende hier das RAW-Bild. Ich gehe hier auf Zurücksetzen in Lightroom Classic und verwende jetzt hier mein Preset, welches ich schon in Frankfurt in dem Video verwendet habe oder auch in Düsseldorf. Es funktioniert einfach, was ich hier kreiert habe. Und zwar ist das hier das Preset nachts. Und zwar nicht das Nachts-Architektur Blue, das sieht auch schon mal ganz gut aus, aber hier das Nachts mit Wasserspiegelung. Das finde ich echt gut. Ich klicke da einmal drauf und ihr seht, was für eine Arbeitserleichterung ist das. Ich habe das quasi fast schon entwickelt. Mir ist jetzt hier nur noch das Wasser ein bisschen zu dunkel. Dann gehe ich hier rein in Wasservordergrund, hier in diese Maske. Und hier könnt ihr sehen, das betrifft den Bereich hier. Und hier helle ich jetzt ein kleines bisschen auf. So. Gefällt mir doch schon extremst gut. Das war's, Leute. Ein Klick oder 2 Klicks und ich habe dieses Bild entwickelt. Also ihr könnt die Presets echt gern kaufen. Die funktionieren. Also vor allem hier nachts mit Wasserspiegelung und Architektur Blue. Wow.
mitten in der Innenstadt, jetzt hier am Rathausplatz, bietet sich nochmal die Möglichkeit, in der Nacht etwas mit Spiegelungen zu machen. Hier sind zumindest die Lichter an, bis auf das Rathaus, ist nicht beleuchtet, aber die Gebäude hier um das Rathaus herum sind angeleuchtet, beziehungsweise da brennt Licht in den Fenstern. Und diese riesengroße Säule, die fasziniert mich. Da lenkt mein Blick einfach hin. Das finde ich geil. Und das Wasser hier drin ist absolut ruhig, spiegelt sich schön. Und ich zeige euch jetzt mal an meiner Kamera, wie ich so ein Spiegelbild anfertige. Zum einen ist mir wichtig, dass ich viel drauf bekomme. Das heißt, hier im Querformat die ganze Szenerie von dem linken Haus und dem Rathaus, der Säule, alles. Ich möchte Sternenhimmel bzw. schönen Wolkenhimmel drauf haben. Deswegen wähle ich hier auch wirklich ein 14mm Objektiv, dass ich alles im Blick habe. So, jetzt gehe ich einfach nur mal vor. Dasselbe Bild könnte ich von hinten nicht machen, weil dann hätte ich diese Lampenschirme, dann nicht die Stange hier mit dem Bild. Lenkt alles ab. Deswegen gehe ich jetzt ganz vorne ran und schraube mein Stativ so hoch, wie es geht. Also komplett ausgefahren, weil die Spitze, die möchte ich unbedingt noch mit drauf haben. Einmal in der Spiegelung unten und oben im Himmel. Und ihr wisst auch, wenn man die Kamera nach oben neigt, fallen die Schräglinien einfach zusammen von den Häuserkanten. Möchte ich nicht unbedingt, ich möchte es vermeiden, ich möchte einfach in der Waage da drauf schießen. Jetzt gehen wir mal aufs Display und schauen uns das mal an. Interessant ist der Wolkenhimmel. Ich habe immer mal wieder blaue Flecken. Und im Erstversuch sehe ich, mein Bild ist sehr, sehr dunkel. Dafür sind die Fenster nicht ausgebrannt. Was ich jetzt noch machen könnte, die Kamera nicht bewegen, das Bild heller darstellen, vielleicht nochmal so in etwa, den Fokus setze ich wieder da drauf. Gehe jetzt auch hier mal kurz in den manuellen Fokus, dass der mal so bleibt. Das ist das zweite Testbild, 13 Sekunden lang 9er Blende. Und mit den zwei Bildern muss ich jetzt irgendwie arbeiten und es gescheit hinkriegen. Das ist halt, entweder brennen die Lichter aus, weil die ja extrem hell sind, oder man sieht kaum noch was von dem Surrounding. Aber geht schon eigentlich. Scharf ist auch. Wirklich wunderschöner Fotosport, wenn es um die Spiegelung geht, ist die Ellentorbrücke hinter mir. Denn das Wasser unter der Brücke ist spiegelglatt. Hier gibt es keinen Wind, hier fährt kein Boot durch. Hier kann man einfach drauf zuschooten. Und wenn ihr eine hohe Blendenzahl wählt, wie eine F14 oder F16, kann man da im Hintergrund auch super schöne Blendsterne aufnehmen. Ich habe das Ganze jetzt im Hochformat einmal gemacht, 30 Sekunden belichtet mit F16 und im Querformat. Beides funktioniert richtig, richtig gut. Man muss halt mit den Linien hier ein bisschen arbeiten und schauen, dass es passt. Und im Winter ist das Foto fast noch schöner, weil im Sommer rechts der Baum wahrscheinlich sehr, sehr grün ist, in der Blüte steht und etwas von der Hauskante verdeckt. Deswegen, Winter ist der Shot top, denke ich mal. Freunde, hier kann man ja komplett eskalieren. Ich stehe hier am Wasser bei dem Cruise Center Altona. Ich glaube, dass hier Schiffe oder was bei Tag anlegen. Und hier im Hintergrund seht ihr schon ein Gebäude mit einem ganz spitz zulaufenden Dach. Im Hintergrund ist Glas zu sehen. Puh, ist auf jeden Fall meine Challenge, dieses Ding hier richtig gut zu fotografieren. Und ich mache es mir jetzt nicht einfach. Ich möchte hier ein besonders schönes Bild
hier einfach schaffen. Fotografiere diesmal auch wieder mit meinem 14 mm sehr, sehr weitwinklig und zwar von ganz unten nach oben, damit ich was von diesem schönen Wolkenhimmel auch aufnehmen kann. Und durch die 30 Sekunden Belichtungszeit habe ich auch noch so Wolkenverwischer über dem Dach und das macht es halt auch wieder besonders und interessant. Schon geil. Der Treppenaufgang, der ist noch beleuchtet. Indirekt leuchten auch noch ein paar andere Lampen da hinten das Gebäude an. Es ist ein Top-Motiv. Aber wirklich, wirklich nicht einfach besonders zu fotografieren. Deswegen bin ich jetzt mal ganz, ganz runtergegangen und weitwinklig nach oben im Hochkantformat. Ich zeige euch mal die Kamera, wo sie steht und wie ich es mache. So, Daniel probiert dieselbe Einstellung auch aus. Der ist bestimmt wieder auf 12 mm, weil er es kann. 14. Auf 14, schau, identisch. Dann machen wir genau dasselbe Bild. Und wisst ihr, was auch noch echt cool ist? Der Mond, ich weiß nicht, ob das ein Vollmond ist, aber der Mond ist auf jeden Fall oben am Start und der leuchtet das Dach von der gegenüberliegenden Seite aus an. Also er leuchtet von oben aufs Dach drauf und schafft hier noch irgendwie so einen Kontrast, Dach zum Himmel. Das ist wirklich interessant, das ist cool. Also ich stehe auch absichtlich so, dass ich den Mond nicht im Bild habe. Wenn ich mit der Kamera jetzt hier einen halben Meter oder einen Meter weiter links stehen würde oder weiter hinten stehen würde, würde ich den Dach oben drüber spitzeln sehen. Den Mond drüber spitzeln sehen, das will ich nicht. Das ist eher störend in dem Fall. Mir geht es hier um die Architektur. Geiles Motiv, geiles Motiv. Also Hamburg ist der Hammer, ist der Hammer. Ich kann euch mitgeben, wenn ihr mal hier seid zum Fotografieren, nehmt wirklich mehr Zeit mit, als die Zeit, die wir jetzt hier zur Verfügung haben. Wir spurten hier durch und es ist wirklich hardcore, was wir hier machen seit früh. Morgens oder seit vormittags ballern wir hier einen Fotospot nach dem anderen durch, gehen auf Location Scouting und schauen einfach, was funktioniert. Und erst jetzt in der Nacht drehen wir eigentlich richtig auf und gehen hier fotografieren. Also hier könnte ich mich bestimmt 3 Tage gut austoben und hätte noch lange nicht jeden Top-Fotospot hier abfotografiert. Und hier gibt es sehr, sehr viele in Hamburg. Und die sind alle bekannt, wo die sind. Ihr müsst einfach nur googeln, Fotospots Hamburg im Internet oder auf Instagram. Ihr findet hier alles mit Beschreibungen. Der Wahnsinn. Wahnsinn. Macht Spaß, Leute. Es macht richtig Spaß. Das ist nochmal echt ein Highlight von dieser ganzen Deutschland-Tour. Jetzt am Tag 5 oder Tag 6. Ach Leute, super, super schade. Dieses wirklich markant aussehende Glasgebäude, welches eigentlich aussieht wie so eine Superjacht, ist jetzt nicht mehr beleuchtet. Vor ein paar Sekunden ging das Licht aus. Ich habe es geschafft, noch ein Foto zu machen. Und dann habe ich die andere Kamera jetzt hier aufgebaut, die mich filmt. Und dann ging es zack, genau pünktlich 20 Uhr Licht aus. Naja, aber es ist auf jeden Fall gut zu wissen, dass dieses Gebäude hier nur 2 Fußminuten von diesem Hamburg Center Altona Gebäude ist, welches ich euch gerade gezeigt habe. Mei, schade. Dann geht's weiter. Vielleicht finden wir noch einen Spot heute Nacht, da wäre ich echt dankbar. Da vorne sehe ich auch riesige Containerschiffe, die da langfahren. Boah, sowas habe ich auch noch nie gesehen. Wie von einer anderen Welt ist das hier alles. Leute, ihr habt es ja gerade gesehen, ich habe diesen Kran fotografiert und habe meine Kamera, die auf dem L-Winkel steht, so in die Pfütze reingelegt. Also niedriger kommst du eigentlich mit dem Stativ gar nicht. In dem Fall war jetzt einfach der L-Winkel mein Stativ und stand jetzt 1 cm tief in der Pfütze und hat hier auf 14 mm ein ziemlich krasses Bild hier abgeliefert. Und ich habe auch das Bild quasi blind gemacht, weil ich das Display an meiner A7 III leider nicht nach oben klappen kann. Und vorher habe ich eben schon manuell den Turm fokussiert, dass da nichts mehr schief geht. Also Hammer, Hammerbild hier. Hammerbild in der Pfütze.
So, kurze Side Story. Auf unserer Deutschland-Tour haben wir einen Fotografen kennengelernt, der hat gesagt, der ist Pfützenfotograf. Der macht nichts anderes, außer in der Nacht Pfützen bzw. Spiegelungen zu fotografieren. Also ich zeige euch noch mal kurz, wie ich es gemacht habe. Ich stehe hier schon in der Pfütze, fokussiere den Turm an, im Autofokus, also zentriere in die Mitte, schalte hier auf meinem Objektiv um in manuellen, suche mir hier die Mitte der Pfütze, ich stehe auch so gut wie möglich hier wirklich mittig, lege die Kamera in die Pfütze rein, hoffe, dass die in der Waage ist, drück ab, wie lang? Meist eine Sekunde. Ich würde auch sagen, eine Sekunde. Und wähle hier eine ISO von circa 800. Los geht's. Hohoho, das ist ein Brett. So Leute, in dem Part hier geht es um Lichtzieher und zwar möchte ich hier diese S-Bahn, die hier von vorne kommt oder in die Richtung fährt, aufnehmen und im Hintergrund soll die Elbphilharmonie zu sehen sein. Bei so einem Lichtzieher ist es ganz, ganz wichtig, vor allem jetzt im Zusammenspiel mit der Bahn, dass man den Fokus vorher manuell setzt. Oh, jetzt kommt sie gerade, den habe ich schon gesetzt, die Kamera ordentlich ausrichtet und ich habe jetzt hier eine 30-sekündige Belichtungszeit gewählt. Weil ich vorhin gemerkt habe, der Zug braucht ca. 30 bis 32 Sekunden von da hinten bis hierher, bis der durchfährt. Und eins müsst ihr wissen, wenn ein Zug auf euch zukommt, genauso wie ein Auto, sind die weißen Scheinwerfer immer viel, viel heller als die Rücklichter. Geiler sieht es eigentlich aus, wenn ihr die roten Rücklichter filmt oder fotografiert, in dem Fall mit einer Langzeitbelichtung. Aber jetzt, wenn die Bahn kommt, nehme ich das jetzt mal mit. 30 Sekunden ist auf jeden Fall guter Move, zack, hier ist die Bahn. Es hat gerade so hingehauen, gerade so. Ich bin auf einer F20, das probiere jetzt einfach mal, ob ich da hinten irgendwelche Blendsterne sehe. Muss aber nicht unbedingt sein, eine F20 zu wählen. Aber mir hilft es jetzt, dass ich hier ohne Filter fotografieren kann, 30 Sekunden lang. Das wollte ich euch mitgeben. Das könnte auch ein möglicher Spot sein, hier in Hamburg. Ich bin hier vom Spot her bei den Landungsbrücken. Ganz oben hier auf der Dachterrasse. Hier hast du den schönsten Blick auf die Landungsbrücken. Genau. Und so viel zu dieser Fotografie in der Nacht heute in Hamburg. Morgen früh geht's weiter. Ich hoffe bei weniger Regen. Also ein absolutes Muss bei so einem Fototrip in Hamburg ist die Elbphilharmonie zu fotografieren. Jetzt war ich gestern ganz nah vorne dran an der Elfi und ich habe mir total schwer getan, die aus der Nähe zu fotografieren, weil dann bleibt einem nichts anderes übrig, außer die Kamera wieder senkrecht nach oben zu halten und es sah einfach nicht toll aus. Jetzt habe ich mir einen anderen Standort ausgesucht, den typischen Viewpoint auf die Elfi und zwar ist es hier gegenüberliegend. Bei dem Musical-Parkplatz oder bei der Area von König der Löwen. Hier kann man gut parken und man kann hier erhöht stehen und einfach auf Augenhöhe direkt auf die Elbphilharmonie fotografieren. Also es ist ganz easy zu erreichen und den Spot empfehle ich eigentlich jedem, weil man einfach die Möglichkeit auch hat, diese Weite schön im Bild mit aufzunehmen. Man hat das Wasser, man hat vielleicht bei gutem Wetter eine Spiegelung. Das ist einfach der beste Spot, finde ich zumindest jetzt hier. Die Elfi zu fotografieren und den zeige ich euch jetzt mal. Und hier gibt es genug Platz, hier kann man sich hinstellen, hier ist kein Gedränge und hier macht es einfach Spaß rüber zu fotografieren. Man kann auch sogar bis runter ans Ufer gehen, ist auch kein Stress, es funktioniert auch gut. Ich kletter mal hier hoch, da seht ihr das? Also kann man noch mal 10 Meter weiter unten stehen. Und das Wetter ist hier so bescheiden,
sage ich euch, ich hätte gern beim Sonnenaufgang dieses Bild gemacht, aber es bleibt mir verwehrt. Aber ich weiß, ihr Hamburger, ne? Für euch ist es hier super Wetter, Badewetter fast schon, weil es nicht schneit. Ne? Was ich jetzt bei dem Foto beachten würde, wäre, ich würde eine Langzeitbelichtung machen, damit ich das Wasser glätte, und ich würde auch den Polfilter gezielt einsetzen, weil die Elbphilharmonie besteht ja da oben aus Glas und der Polfilter nimmt einfach die Reflexion aus dem Glas und macht es irgendwie schöner, matter. Und das setzen wir jetzt hier um. Jetzt mal zur Einrichtung und Bildkomposition. Die Elbphilharmonie packe ich mir ins rechte Drittel und die linken Häuser mit diesem Turm, dem schönen, ist eben auf der linken Seite. So ist es ein stimmiges Bild. Als nächstes, also ich bin auf 70 mm, als nächstes drehe ich jetzt hier an den Polfilter und schau mal, was der hier bewirkt. Und seht ihr das? Wie hell jetzt plötzlich hier die Glasfassade wird. Jetzt wird sie dunkler und so lasse ich es. Ich möchte es einfach schön dunkel haben. Okay, nächster Move wird sein, ich wähle mal zwischen 5, 6, 7, 8 Sekunden Belichtungszeit, damit man das Wasser schön verwaschen aussehen lässt, ruhig aussehen lässt. Die ISO kann ich jetzt wieder runterdrehen. Und wichtig ist auch, Freunde, ich habe den ND-Filter drin, schaut her. Den ND64, den habe ich hier drin. Weil sonst könnte ich hier kaum eine Langzeitbelichtung anfertigen. Und wenn ich jetzt auf einer Blende 7 bin und 8 Sekunden, bin ich leicht unterbelichtet in dem Foto. Und so machen wir das jetzt. Leichte Wellen gibt's. Den Bildstabilisator habe ich ausgemacht, weil ich mit dem Tele arbeite. Das ist schon ratsam. Dann verwackelt auch nichts. Vom Fokus her ist klar, fokussiert man aufs Hauptmotiv. Und so haben wir auf 70 mm die Elbphilharmonie ganz gut eingefangen. Also Leute, es fängt wieder das Regnen an. Es ist einfach echt zach hier zu fotografieren. Ich lasse es jetzt. Ah! Im Regen bringt es ja echt wieder hier nichts zu fotografieren. So, liebe Freunde, wie soll es auch anders sein? Es fängt schon wieder das Regnen an. Aber nehmt bitte mit, von diesem Spot aus könnt ihr die Elbphilharmonie sehr, sehr gut fotografieren. Auf 70 mm oder 50 mm im Hochkantformat. Boom, habt ihr einfach einen geilen Shot da drauf. Seid, wenn möglich, zum Sonnenaufgang da, wenn die Sonne sichtbar ist. Also könnte auch circa 2 oder 3 Mal im Jahr dann auch der Fall sein. Dann habt ihr einen Top-Shot von Hamburg. Viel, viel einfacher hier zu fotografieren, als wenn ihr da direkt an der Elfi steht und so Genickstarre kriegt mit der Kamera. So, das war jetzt mein allerletzter Fotospot hier von meinem ersten Fototrip nach Hamburg. Wenn euch das Video getaugt hat, bitte abonniert meinen Kanal oder liked ihn oder kommentiert. Vielleicht kennt ihr auch noch irgendwelche geheimen Spots, die ich jetzt in dieser kurzen Zeit nicht besuchen konnte. Wir sehen uns im nächsten Video, Leute. Bye, bye, euer Sidi.